Im Skandal um Cum-Ex-Geschäfte beginnt heute vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den früheren Chef der Warburg Bank, Christian Olearius. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 81-Jährigen besonders schwere Steuerhinterziehung vor. Es geht um 14 Tatvorwürfe, bei denen nach Schätzung der Ankläger ein Steuerschaden von 280 Millionen Euro entstanden war. Olearius drohen bis zu 10 Jahre Haft. Die Union forderte zuletzt erfolglos einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, um die Rolle von Bundeskanzler Scholz in dessen Zeit damals als Hamburger Bürgermeister zu untersuchen. Scholz wird ja vorgeworfen, damals auf die Steueraffäre der Warburg Bank Einfluss genommen zu haben, was der Kanzler bestreitet. Wir fragen mal nach bei Greta Wagner, die direkt am Bonner Landgericht auch ist. Könnte die Verhandlung gegen Olearius für den Kanzler denn noch mal gefährlich werden? Ja, in der Tat, der Prozess, der hat jetzt hier vor wenigen Minuten eben begonnen und Olearius ist mit seinem ganzen Anwaltteam eben vor Gericht erschienen. Sie haben sich vor Prozessbeginn dann noch einige Minuten, muss man sagen, auch beraten. Und wie du es gerade angesprochen hast, ja, dieser Fall könnte Bundeskanzler Olaf Scholz wirklich ein bisschen zum Verhängnis werden, denn sein Name soll ganze 27 Mal in der Anklageschrift auftauchen. Also er wird hier vor Gericht auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und um diese Zusammenhänge einmal zu erklären, da müssen wir einmal in die Jahre 2016, 2017 zurückblicken. Damals der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz eben Bürgermeister von Hamburg und Olearius ja als Chef der Warburg Bank, die auch in Hamburg ansässig ist. Und da geht es eben um die Steuerhinterziehung in Höhe von 47 Millionen Euro, die Olearius eben dort durchgewunken haben soll. Und als das Ganze dann drohte aufzufliegen, hat er eben Kontakt zum damaligen Bürgermeister Scholz gesucht, um das eben reinzuwaschen, diese Schulden eben zu begleichen. Warum wir das so ganz genau wissen, ist ganz interessant, denn Olearius hat darüber Tagebuch geführt, über die Treffen mit dem damaligen Bürgermeister Scholz. Und dieses Tagebuch ist den Ermittlern eben in die Hände gefallen. Und deshalb wissen wir eben so ganz genau darüber Bescheid. Der Bundeskanzler heute sagt, er könne sich daran eben nicht erinnern. Er habe diese sogenannten Erinnerungslücken, wie er es immer wieder sagt, weiß also nichts mehr von diesen Zusammenhängen. Doch klar ist, Olearius versucht ganz klar, ihn hier vor Gericht eben auch ein bisschen mit hineinzuziehen. Und es wird eben auch gefordert, dass der Bundeskanzler hier als Zeuge in diesem Fall aussagen soll. Ob das jetzt sozusagen dann stattfinden wird, das wird sich in den nächsten Prozesstagen noch klären. Ich konnte auch gerade in Erfahrung bringen, alleine die Anklageschrift, die jetzt gerade in diesem Moment verlesen wird und seit 10 Uhr eben verlesen wird, alleine das soll ganze 2 Stunden dauern. Also mit diesem Prozess werden wir noch einige Zeit beschäftigt sein. Greta, bis hierher erst einmal Dankeschön.